Kannst du in Logic eine Stereospur in zwei getrennte Monokanäle auftrennen? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ja, nochmal die Frage, kannst du in Logic eine Stereospur in zwei getrennte Monospuren auftrennen und warum sollte man sowas überhaupt machen wollen? Ich kläre dir mal ganz kurz, wie ich zu dieser Videoidee kam. Und zwar hat mich ein Abonnent von mir angeschrieben, der Marco, und ich lese ihm mal ganz kurz vor, was für ein Problem er hat oder was er mir geschrieben hat. Er hat geschrieben, hi Martin, ich habe leider beim Drum Recording mit meiner Band einen Fehler gemacht. Ich habe den linken Kanal versehentlich leise aufgenommen und vergessen beim Mikrofon den High-Pass-Filter einzustellen. Jetzt klingen die beiden Overhead-Kanäle der Stereospur unterschiedlich. Gibt es eine Möglichkeit in Logic Stereospuren in zwei getrennte Monokanäle umzuwandeln? Ja, sowas würde mir beim Recording jetzt natürlich nie passieren. Nein, Quatsch, also Fehler passieren jedem und du hast jetzt die Problemstellung, denke ich, verstanden. Also er hat ein akustisches Drumset aufgenommen und er hat jetzt die beiden Overheads ganz normal positioniert und was er jetzt vergessen hat, ist bei einem Overhead den High-Pass-Filter einzuschalten, das haben meistens diese Kondensatormikrofone oder was er da benutzt hat und er hat den Eingangspegel irgendwie aus Versehen leiser gemacht und jetzt hat er natürlich eine Stereospur von diesen Overheads, wo eine Spur lauter ist und ein bisschen anders klingt, weil der Highpass-Filter zugeschaltet ist und er hat eine Spur, die ein bisschen leiser klingt, weil er sie einfach leiser aufgenommen hat. Und jetzt kommt natürlich die Frage ins Spiel, Wie kann ich diese Aufnahme jetzt wieder flicken? Und das wäre tatsächlich möglich, wenn man diese Stereospur auftrennen kann in zwei getrennte Monokanäle, weil dann könnte er den linken Kanal separat bearbeiten und ihn etwas anpassen, um diese Aufnahme sozusagen zu retten. Wir schauen mal rein. Ich habe jetzt hier mir auch eine Overhead-Spur geladen. Das ist jetzt nicht die Originalspur von ihm, die hat er mir nicht geschickt. Aber in seinem Fall würde das in ungefähr so aussehen. Ja? Ich habe das hier mal nachgebaut, das ist jetzt nur ein Bild. Also praktisch, dass ein Kanal jetzt sieht in seinem Fall wahrscheinlich leiser aus und die Aufnahme klingt wahrscheinlich dumpf und irgendwie komisch, okay? Ich habe jetzt mal versucht nachzuschauen, habe auch bei Kollegen nachgefragt und neidisch auf den Kollegen geschaut, der mit Pro Tools arbeitet. Nämlich in Pro Tools ist das ganz einfach möglich und auch gang und gäbe. Aber ich muss zugeben, dass ich das in Logic selbst jetzt noch nie gemacht habe. Aber die gute Nachricht ist, ich habe einen Weg gefunden. Der ist so ein bisschen verschwurbelt, aber es funktioniert tatsächlich. Okay, legen wir los. Und zwar habe ich mit dem Übersichtseditor gearbeitet. Das ist der hier. Hier siehst du nämlich alle Audiospuren in diesem Projekt. Und wenn du sie nicht siehst oder wenn du dich nicht zurechtfindest in dem richtigen Projekt, sind es natürlich viel mehr, dann markierst du einfach die Spur, die du sehen möchtest und dann wird sie hier gehighlightet, ja, oder hervorgehoben. Was ich jetzt als nächstes machen werde, ist, dass ich diese Spur hier in diesem Projektbrowser hier öffnen werde. Ich gehe dazu auf die Originalspur, ja nicht auf diese eingeklappte Spur hier und gehe mit Control-Click hier drauf. Und jetzt kannst du hier Dateien kopieren, konvertieren auswählen. Da gehen wir drauf und jetzt hast du hier ein Fenster, das sich hier öffnet, ganz normal wie beim Spuren exportieren auch. Und was wichtig ist, ist jetzt das hier unten. Und zwar lassen wir alles gleich bis auf die Stereo-Konvertierung, ja? Und hier hast du jetzt zwei Möglichkeiten, Split Interleaved oder Interleaved Split. Und wir wählen in diesem Fall jetzt Interleaved Split aus. Eine Stereospur, die interleaved ist, das bedeutet einfach nur, dass diese beiden getrennten Kanäle, dass die zusammengefasst sind in einer Stereospur. Und ich möchte sie jetzt aber aufsplitten. Das mache ich jetzt. Ich sichere jetzt also diese Spur. Und jetzt siehst du diese zweite Spur, die ich gerade generiert habe, auch schon im Project Browser. Wenn du jetzt hier auf Rechtsklick, mit Rechtsklick drauf gehst, kannst du Dateien im Finder anzeigen wählen. Und dadurch, dass ich es auf den Schreibtisch gebounced habe, siehst du, dass ich einmal diese Spur hier als Kopie habe. Und dann habe ich auf dem Schreibtisch jetzt liegen OH2 links AIF und OH2 rechts AIF. Also dieses AIF ist das Logic-Format. Und durch diese Bezeichnung jetzt wissen diese beiden Files, dass sie eigentlich als Stereo-File zusammengehören. Und deswegen mache ich es zur Sicherheit so, dass ich sie jetzt umbenenne. Ich nehme das jetzt einfach mal hier OH2 links und das andere OH2 rechts. Okay, und jetzt ziehe ich diese Files hier rüber vom Schreibtisch oder aus dem Browser direkt hier rein. Und du siehst jetzt, dass ich hier eine einzige Spur jeweils habe.
einmal für den linken Stereokanal und einmal für den rechten Stereokanal. Wenn ich jetzt hier das mal laufen lasse und den Mixer aufmache, dann siehst du also, ich könnte jetzt diese Spuren hier getrennt bearbeiten. Ich könnte beim einen jetzt andere Bearbeitungen machen als bei diesem Kanal hier und könnte somit versuchen, hätte ich es falsch aufgenommen, jetzt Korrekturen an diesem Overhead-Kanal zu machen. Jetzt würde mich natürlich deine Meinung interessieren. Hast du das schon mal gemacht? Hast du das überhaupt schon mal gebraucht, sowas? Oder hast du gewusst, dass das in Logic geht? Das würde mich sehr interessieren. Schreib es mir bitte gerne mal in die Kommentare. Das war ein kurzes, knackiges Video heute, aber ich denke, es ist wichtig und es kann immer mal wieder passieren, dass man sowas braucht. Jetzt haben wir es auch im Archiv. Ich schicke dir ansonsten ganz viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.